Oh, Demologie-Hexer. Ja, selten gesehen. Ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht, was die so wirklich können, ne? Also, einzelne Folge. Ja, also das können wir auf jeden Fall machen. Muss mal Bescheid sagen, wenn du Zeit hast. Immer Zeit. Ja. Also wir können das gerne nächsten Mittwoch direkt machen. Oder halt morgen oder übermorgen Abend dann halt offstream, ne? Ich glaube, im Stream wär's gechillter. Es leckt hier auf einmal. Also, wenn mich der Hunter rausholt, ist es halt vollkommen wurscht, ne? Ich bin eh Bär. Also, eigentlich brauche ich hier gar nicht rumstealthen, so ewig. Sondern könnte direkt da. Jetzt weiß ich gar nicht, auf was mir hier geht. Kann der Demo-Hexer irgendwas Krasses? Macht der Parler, der geht auf den Hexer, oder? Nee. Ne, 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 fehlen lassen wir uns jetzt mal nicht. Okay, Hand von Gul'dan haut da raus. Ich habe jetzt aber leider blöderweise hier Inka noch. Ne, ne, das stunnen wir ihn jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist, was er da alles für einen Scheiß hat, ne? Das ist halt das Problem. Er geht jetzt doch auf den. Ich weiß, also, Ding ist halt blöd, ne? Super, voll im 4. Der geht jetzt auf den Hunter oder was? Das Problem ist, ich muss immer beim Melee bleiben. Wenn ich nicht beim Melee bleibe, dann ist halt diese Schadenstransaktion, geht halt nicht rüber zu mir. Und dann kriegt er halt mehr Damage quasi. Deswegen muss ich halt blöderweise dem Melee immer nachhatschen, was halt eigentlich übelst Kacke ist. Weil wir halt auch nicht im Voice sind und ich dann halt immer meine. Weißt du, ich habe ja diesen Debuff drauf, der hier, den müsste der Heiler eigentlich auch noch. Der Heiler muss nur einmal drauf schießen, dann hat er. Komm, Explo. Ha, Explo hat ihn gekillt. Ich freue mich immer so wie so ein Schnitzel, ja, wenn meine Explo den Typen wegfinisht. Ja, 4 noch ein bisschen, dein Heiler ist auch gelieft. Was willst du tun? Ah, fuck, jetzt habe ich hier das Ding wieder. That needs Nerf, schreibt der Mann. Das war lustig. Okay. Also sie wollen am Ding stacken quasi. Machen wir das mal am Shami. Bin mir überlegen, ob ich nicht gleich. Nee, ich will. Guardian ist in der Season eine einigermaßen gute Kombi. Also kannst gute Kombis mitmachen. Ich habe letzte Season ein bisschen Feral gespielt. Jetzt wollte ich mal. Oh, fucking Erdbein. Okay, ich muss halt ra. Ich dachte, wir wollten am Ding sticken. Shami. Boy. Okay. Das läuft halt schon mal jetzt wieder nicht so gut. Er wollte am Shami sticken und jetzt macht er was anderes. Boy, was machst du denn? Shami kann halt Dings. Jetzt habe ich mein Ding. Ah, der hat den Kommando geschaut, genau da reingehauen. Okay, Full Stun ist raus. Bye bye the Sword. Nein, ich habe mein Trinket wieder nicht rausgezogen. Ja, Kacke. Ja. Ich hab's verkackt. Wir hätten zumachen können. So eine Scheiße. Das war jetzt, weil ich mein Trinket wieder nicht rausgezogen hab. Es hat halt um den Mühe nicht gereicht, tatsächlich. Ja, jetzt bin ich im Full-Ding hier. Fuck. Der castet so schnell. Okay, den haben wir jetzt einmal weggecountert.
Purge. Sweeping strikes. Mortal strike. Big heal. Das ärgert mich jetzt. Intimidating shot. Sweeping strikes down. Anti-magic shell. Big heal. Shell down. Rune weapon. Purge. Purge. Blade storm. Boah, wenn ich jetzt einen Finisher hätte, ne? Disarm. Sweeping strikes. Pommel. Okay, jetzt haben wir nochmal 2 Sekunden gestunt. Desorientieren geht nochmal rein. Fuck, jetzt ins Spirit Link gezogen. Komm, Finisher. Er hat ihn wieder komplett hochgezogen. Es hat nicht ganz gereicht. So eine Scheiße. Es leckt schon wieder. Disarm. Anti-magic shell. Shell down. Alter Scheiße. Der DK. Schau, ich habe zum Beispiel 3,8 Millionen Schaden gemacht. Der Pala hat auch 3,8. Der Worry war schlechter als ich und der hat halt 4,2 gemacht. Ne? Also du performst als Guardian schon ganz okay im Damage. Und Heilung habe ich halt auch 2,6 Millionen. Und ich habe halt diese ganzen Support-Sachen, ne? Die ich noch mitbringe. Deswegen ist der Guardian halt einigermaßen gut.